Also. So, Calvin. Kelvin, Mensch. Immer am Sonnen, der Gute. Alter Schwede, wie viele Baumstämme liegen denn im Wasser? Oh Oh Gott. Gott, jetzt habe ich es auch noch dahin geschmissen. Nein, nein, du musst doch hinter und dann die ganze Zeit E. Genau. Ah. Das ist ja episch. Das war, glaube ich, auch der Trick in Wald 1. Meinst du? Wald 1, sagt er. Ja. Was ein Kerl. Wald Opi. 1, dein Ernst? Ja, was denn? Oh Gott. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wald 2. Genau. Aua. Hallo, Entschuldigung. Sag mal, Takt. Pass auf. Ist das dein Ernst? Whoops. Was ist denn mit dir los? Mensch, Kelvin. Oh, ich muss was trinken. Tun Sie das? Okay, das ist ein bisschen blöd, dass man nicht trinken kann, während man schwimmt. Ich meine, man ist doch schon drin. Da kannst du auch eine sippen. Einfach nur den Mund aufmachen, meinst du? Genau, einfach ein bisschen sippen und gib ihm. Okay, wieso geht das nicht? Geht das einfach? Okay, warte, vielleicht geht das ja, wenn ich hier zumache. Kann ich dann. Oh Gott, ich hab ge. Ach, Kelvin. Was machst du mit dem Arm? Ich hab ge. Ich hab gerade nicht so viel Ahnung, was du hier für ein Häuschen machst, tatsächlich. Oh, schade, okay, das geht also nicht. Was denn? Ja, ich wollte, dass hier so eine Treppe runter geht, sozusagen, aber es geht leider gerade. Gerade geht das nicht. Du musst dich schräge lassen, damit wir hier runtergehen können. Oder willst du gerade. Also. Ja, ich wollte das aber schon so als Haus sozusagen lassen. Ja, okay. So, dann muss ich einmal. Wenn du weggehen würdest, könnte ich ein Dach machen. Also nicht ein Dach, aber einen Boden. Ja, warte. Oh nee. Oh, ich passe da nicht durch, okay? So. Sag mal, was machst du? Ich versuche hier ein Dings zu machen. Nee, mein Püppchen hier. Ach so, du bist ein Mann. Achso, meine Puppe. Oh Ein Gott, nein, Puppe. ich häng fest. Oh, das andere schmeißt er weg. War super. Okay. Okay, ich bin wieder draußen. Gut. Das war gruselig. Ich dachte schon, ich stecke fest. Ja, läuft doch ziemlich gut, würde ich sagen, oder? So ist zumindest Definitiv. mein Empfinden. Das wird schön. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das hoffe ich doch. Ich glaube, bis jetzt läuft es gut. Bausystem top. In welche Richtung wollen wir die das Dach haben? Ich möchte kein Flachdach. Warum? Ja. Kann ich von hier Ich glaube, aus? du wirst echt nicht mögen, ne? Wenn wir jetzt, ich meine, das Haus bauen wir jetzt mal zusammen, ne? Damit wir, denke ich mal, so Müssen wir es erstmal mal auch ankommen. sparen, ein bisschen, ne? Und wenn wir dann Ressourcen haben, beziehungsweise wenn ich dann. Okay, schade. Was Ich hab wolltest du den, gerade ich machen? hab den,
Also ich habe den Vogel mit dem Baumstamm getroffen. Ja. Aber der ist nicht. Der ist nicht gestorben. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass du mein Haus nicht mögen wirst, wenn ich es baue. Meinst du, machst du Ich. so ein typisches, klassisches Minecraft-Dirt-Blockhaus? Ja, ungefähr. Also denke ich jetzt mal. Vielleicht werde ich auch sehr kreativ sein. Was ich nicht denke. Hier, wenn du Hunger hast, ne? Ich habe noch Fleisch im Ach Winter. ja, das blinkt. Ich sollte vielleicht selber was essen. Hast du noch was? Ja, ich habe genau noch 2 Stück. Esse ich die mal, bevor die jetzt schlecht werden, ne? Ja, dann kann ich dir noch eins geben. Nee, 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 2 reichen, 2 reichen. Was So, ist das dann. denn? Seilrutschen, Seil. Okay. Ach so, okay. Wo ist Kelvin eigentlich? Hast du ihm eine Aufgabe gegeben? Ach da, hallo Nee. Kelvin. Mach die Baumstämme hier weg. Ah, ist ein bisschen Jump and Run, ne? Oh Gott, oh Gott, hoch. So, langsam. So. Dann. Wer war eigentlich dieser Typ am Anfang? Welcher Typ? Der, also mich zumindest, mit der Waffe umgeschlagen hat. Ich habe absolut keine Ahnung. Das Ding ist, wir haben auch noch. Das Einzige, was ich weiß, ist das, was ich auf Steam gelesen habe, als Spielbeschreibung. Aber sonst, ich meine. Man kennt ja Forest an sich, ne? Ja. Aber wir haben auch eine Höhle nebenan. Da ist eine Höhle, da leuchtet irgendwas, da ist ein Ausrufezeichen. Ja, das können wir ja alles in Ruhe erforschen, würde ich sagen, wenn wir Ja, das Häuschen definitiv. haben. Also ich würde da jetzt nicht überstürzen wollen, Das haben. weil damals, als ich, da haben wir ja schon mal Faust gespielt. War das nicht so gut, wenn wir gerusht haben. Ja, definitiv. Das war nicht so. Es hat nicht so Spaß gemacht. Nee. Nicht? Okay. Nee, ich benutze das hier gerade nur, damit ich aufs Dach komme. Oh, das ist ja praktisch. Haben wir noch einen halben? Ich glaube, Zwei das ist ein halbe? halber. Ja, genau. Das ist aber ein halb. Nee, das ist ein ganzer halber. Nee, den ganzen halben meine ich nicht. Ich meine nur die halben. Also die. Ja, Ja, ich habe noch einen. perfekt. Ja, als wär's nix, ne? Wir sind einfach Popeye und Popeye ist Opa. Ja. Oh, Virginia kommt. Belästige sie nicht. Nicht mal gar nichts. Sagen sie alle. Hoch. Ach, da, okay. Ja, läuft ziemlich gut mit dem Hausbau. Freut mich auch. Ja, wir sind definitiv sehr. Produktiv. Also, es kommt auf jeden Fall. Es geht schnell voran. Das war damals nicht so. So, jetzt ist die Frage, können wir auch. Nee. Ich hatte gerade die Hoffnung, dass man vielleicht auch ganze Stämme als Dach nutzen kann, aber es geht leider nicht. Oder ich hab. Kelvin läuft im Kreis. Kelvin, mein Guter. Du machst jetzt mal bitte. Hol Stämme und fallen lassen. Genau. Ich fälle, du holst, okay? Gut, danke. Schön, dass ihr euch da so versteht. Ja klar. Der Opa und sein Enkel. Okay. Könnte sein, dass es aus neben das Haus fällt.
Ich hoffe, es fällt neben es aus. Ich hoffe es für dich. Es fällt gar nicht. Obwohl jetzt. Na, Calvin, Achtung. Ich mach's halt in die Richtung, damit man nicht so weit laufen muss. Was denn? Ich dachte, ich habe was gehört. Calvin, oh mein Gott. Ja, das war knapp, du. Junge, eine Stunde auf der Insel, direkt schon halb im Wald gerodet, genau. Oh Gott, Calvin. So, dann einmal die Axt ausrüsten. Einmal längs halbieren, bitte. Danke. Okay. Ja. Was denn? Hast du das gerade gesehen? Was denn? Die Blätter oder die Baumkrone? Nee. Okay. Die wirst du noch sehen. Wieso? Ja, die hat gerade ein bisschen Helikopter gemacht. Oh nein, Hecht. Im Haus. Im Haus. Im Haus, da wo du standst, genau. Alter. Ja, das wird definitiv sehr gut aussehen. Oh Gott, Calvin, nicht schon wieder. Was bedeutet eigentlich die. Hier der Oberarm, der Muskel bei der Anzeige? Ich habe absolut keine Ahnung. Wie exhausted man ist, oder? Hm. Das könnte aufs Haus fallen. Dein Ernst. Ist doch nichts kaputt gegangen, oder? Also hier ist der ganze Boden raus und oben ist der ganze Boden raus. Ja, aber da habe ich oben gar nicht getroffen. Ups. Ja. Hast auf jeden Fall eine Menge abgerissen gerade. Okay, das hat sich definitiv nicht so angefühlt. Ja, für mich schon. Ja. Aber dafür hast du ganz viele Baumstämme, um es wieder zu reparieren. Baumfeld. Oh Gott. Wieso machst du das immer in diese Richtung? Hauptsache er duckt sich. Damit. Nein, ich mach hier so ein bisschen. Oh Gott, der macht alle Stämme hier hin. Ja, ist nicht schlimm. Oh no. Soll hier Boden durch sein oder was? Was denn? Hier? Nee, 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 aber ich hatte den Boden drin, um das Dach zu machen. Oh, schön. Ah, hier fällt eins. Nein! Oh Gott. Was denn? Ja, ich habe jetzt zwei halbe jetzt, weil ich. Ich hab falsch geklickt. Ups. Au, au, ey, sag mal, Hacks? Hack. So, wie mache ich diesen einzelnen Boden hier jetzt? Hier ist doch einer. Naja, ich hab die Hitbox nicht getroffen. Ah. Okay, wir werden richtig fleißig, der Typ. Die hat richtig Bock. Ach, diese Hitbox zu treffen, ne? Am äußersten Rand, das ist. Ja, deswegen habe ich das ja von oben gemacht. Das war ein bisschen einfacher. Ist schon schön, dass Calvin da ist.
Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine helfende Hand. Sehr ist auch, ist auch so ein lustiger Kauz, ne? Definitiv. Alter, Kevin. Nein, oh Gott, ich hatte gerade. Oh. Oh, ja, nice. Was hast du denn gemacht? Das Dach, da hast du eins vergessen. Ja, auf der anderen Seite muss noch ein Querbalken runtergesetzt werden, damit wir dazu machen können. Ah, okay. Gott. Was denn? Schon wieder falsch rum. Was machst du denn da? Nix. Wie immer, ne? Ach, das ist eine Hälfte. Oh, ja. Ich sollte vielleicht gleich mal etwas trinken. Kevin kann aber auch immer nur einen Baumstamm tragen, ne? Voll auf meinen Fuß geschmissen. Schon mal die aus dem Wasser. Sieht echt aus, ne? Wie eine. Hast du eine Hexenhütte in Minecraft. Dein Ernst? Alter. Oh Gott. Du bist fies. Was hast du hier vor? Wo denn? Also. Ach, das wird so eine kleine Kaffeeterrasse. Soll ich hier so und dann. Ja, warte, ich habe eine Idee. Genau, hier kann dann so ein Flachdach sozusagen drauf. Aber wir haben so viele. Halbe Hälften, ne? Nee, ganze Hälften. Ja, ich weiß. So. Kann ich? Warte mal. Oh ja, das hält. Warte, wir können auch Treppen machen? Wir müssen keine Rampe machen? Können wir das jetzt immer noch? Wait, können wir Treppen machen? Achso, wir hätten vielleicht mal in das Buch schauen sollen, ne? Ja, da hat er mir ja angezeigt, dass das geht. Baumplattform, oh mein Gott. Nur dann legt er die halt so komisch. Statt, dass er die als Treppe sozusagen legt. Cool. Ja. Ja, ich komme noch durch. Sehr gut. Das ist jetzt, da muss ich halbieren, da macht er eine Rampe. Okay, und eine Treppe. Wo ist da der Unterschied? Das ist doch auch mit einer Hälfte. Kevin ist richtig fleißig, meine Güte. Wieso habe ich nur einen Stamm? Ich wollte zwei. Ich muss mich mal hier kurz durchziehen. Ja, kein Stress. Ich versuche hier gerade mal eine normale Treppe zu machen. Mhm. Was war das? Ach so. Okay. Du musst das mit einem ganzen Stamm machen. Die Treppe? Ja. Okay, gut zu wissen. Na, komm, mach den. Ah.
Wow. Okay, Kelvin, ich nehme mit das, ich nehme dir das mal ab, ja? Was hast du gemacht? Ja, der lag unter den Baumstamm. Okay, Kelvin. Haben wir denn hier noch irgendwo einen ganzen? Ja, hier. Nee. Ein halber. Was machst du denn? Ach so, okay. Ja gut, ich dachte, wir machen das nur kleiner. Ja, können wir ja als Terrasse lassen, nur dann kann man hier auch hoch, dachte ich jetzt. Ja, das ist doch eine gute Idee, kannst du ja so lassen, dass du so eine Umrandung machst. Ja, aber das sind die falschen Stämme. Ach so, okay. Was ist das denn? Okay. Gut. Oh. Ist das laut? Sehr laut. Boah, schon wieder Stämme im Wasser. So ein bisschen, hat so ein bisschen was von der Wald ASMR Channel. Siehst du denn der Name, der... Der bleibt im Kopf, meinst du? Der setzt sich durch. Bin schon gespannt, wenn wir ein bisschen, exploren. Oh, hier haben wir ja gar keine Wände drin. Ja, ich hole welche aus. Ah, perfekt. Also, Stämme. Ja. Zwei Stück brauchen wir hier dann noch auf der Seite. Oh. Ja, alles gut, macht so. Kann ich jetzt... Okay. Wollen wir vielleicht mal gleich kurz speichern? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich speichere, glaube ich, jetzt mal eben. Das ging... Es geht ja immer schnell mit dem Speichern hier. Ach, das wird schön. Das gefällt mir jetzt schon gut. So, dann hole ich noch mal kurz Bob der Baumeister Buch raus. So. Hast du ihm gesagt, dass er Holz fällen soll? Ich dachte, das hast du ihm gesagt. Also ich habe gesagt, er soll die holen, aber nicht fällen. Aber naja, gut. Ja, aber wenn er jetzt keine mehr um sich herum hat, dann fällt er die bestimmt. Oh Gott, wenn man auf das Zelt draufsteigt, dann fällt das in sich zusammen. Ui. So, dann. Gut. Dann brauche ich noch mehr Baumstämme. Jetzt fangen wir nämlich ein bisschen an, die Lagerfläche zu machen. Hab ich. Wir sind aber schon sehr schnell, ne, mit dem Bau. Findest du? Geht's jetzt zu schnell? Wir können ja erstmal vielleicht eine Schutz bauen oder so. Eine Palisade, meinst du? Du weißt doch damals von Forest 1, wie schnell alles ging. Meinst du, das geht ja auch so schnell? Das weiß ich nicht, aber.
Dach ist fertig. Also, was machen wir eigentlich in die... Das weiß ich nicht. Lassen wir einfach offen. Frisch Luft. Okay. Ja, dann fälle ich jetzt noch ein paar Bäume. Dann können wir Palisade weitermachen, würde ich sagen. Wie können wir denn eigentlich eine Tür bauen? Aus 4 Hälften, glaube ich. Warte. So. Jetzt habe ich 2. Und die müssen wir... Ah nee, wir müssen erstmal hier die Wand zumachen. Dann diese Knüppel raushauen und dann können wir die da dran klatschen, glaube ich. Warte. Ja. Erstmal zubauen. Danke, Kelvin, mein Guter. Ja, schmeiß er mal hin. Dann brauchen wir noch 2, glaube ich. Ja, ich mache hier hinten schon kaputt. Wie? Nein, 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 wir haben noch Hälften. Oder was meinst du? Achso, ich meine einen Baum. Achso. So, dann. Bauen wir hier das Mittelstück raus. Und dann. Nee. Hast du noch eins? Nee, ich mach mal eins. Ich hatte doch gerade eben so viele, da müssen wir mal welche liegen. Ja, ich habe doch das Dach gebaut. Ach so. Wait, so? Aber dann machen wir es noch ganz zu, oder? Ja. Nicht? Und jetzt haben wir die Tür. Oh ja. Ja, nice. Würde ich sagen, machen wir auf der anderen Seite auch noch eins. Hallo. Oh Gott. Opa, Hallo. Hallo. Willst du essen? Oh, sie hat Angst. Sie hat Angst. Hallo. Hab keine Angst. Oh nein. Jo. Oh nein, die Arme. Wir haben doch gar nichts zu essen. Für sie jetzt, oder? Ich weiß nicht, will sie Fleisch, will sie Blätter, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gibt es hier irgendwie ein Handbuch, was irgendwie los ist? Weil damals gab es ja auch hier diese Notizen oder so, ne? Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern jetzt. Du meinst so storymäßig oder was? Mhm. Boah, da fragst mich jetzt was, keine Ahnung. Habe ich jetzt überhaupt nicht. Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Hm. Ach, das wird doch kuschelig hier drin. Das wird schön. Nee, musst du einmal von außen machen. Von innen. Das ist jetzt okay. Der Ästhetik, weißt du. Ach ja, die Ästhetik. Oh, unsere andere Tür hängt im Ding drin. Was? Im Rampendach. Ja gut. Kelvin's still going strong. Nach innen ist okay, nach außen.
Obwohl, die hängt ja nicht. Also doch ein bisschen. Warum? Also bei mir hängt die. Hm. So. Oh! Hallo. Hallo. Ich hab... Nein. Voll die Ballerina. Die hat drei Beine. Oh nein.